Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, Montagmorgen. Die Sonne ist ganz hell. Die Sonne ist ganz hell. Es ist auch schon spät, es ist schon bestimmt die 7 Uhr. Aber ich musste heute gehen, sonst wären sie mit mir so enttäuscht gewesen. Ich muss euch sagen, es ist 12 Grad. Es ist richtig frisch. Es ist richtig frisch. Komm, Miechen. Ich weiß nicht, was sie wieder für die hat. Sie steigt aus und hat sofort Spuren in der Nase. Ja, dieser Film wird allerdings nicht am Montag gezeigt, sondern erst am Dienstagmorgen, weil heute Morgen schon ein Film online gegangen ist. Und wenn ich gleich nach Hause komme, mache ich die letzten Handgriffe noch an dem schwierigen Projekt, an meinem tollen Buch. Ja, ehrlich gesagt bin ich ganz, stolz ist nicht das richtige Wort, das wäre ja übertrieben. Aber ich finde es ganz schön, ich finde es ist ganz schön geworden, dafür, dass ich das noch nie gemacht habe. Es ist eigentlich einfacher, als man denkt, wenn man einmal angefangen hat. Ist bei wie so vielen Sachen, ne? Wenn man einmal anfängt und denkt, naja, schaffe ich das nicht. Wir versuchen es einfach mal. Irgendwas kommt schon dabei raus. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin total im Arsch. Ich bin total müde. Heute Morgen durch diese frische Luft geht es dann nochmal gerade wieder. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe das Cortison abgesetzt wieder. Es hat keinen Sinn, ich vertrage es einfach nicht. Ich habe so geschwitzt, das war einfach nicht mehr normal. Ich zigtausendmal am Tag stand ich wie aus der Dusche gezogen da, aus heiterem Himmel, ohne Anstrengung. Ich habe dermaßen geschwitzt, es war nicht mehr normal. Eine schöne Feder sehe ich gerade. Können wir die zeigen? Nee, nicht so richtig, die steht so hochkant. Die könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Ne? Ich lasse meistens jetzt die Federn. Ich weiß nicht, ob ich sie habe. Da habe ich sie jetzt, ja. Ja, ja, der weiter. Himmel ist heute, ist ein Himmel halt, ist ein schöner Himmel. Kann ja nicht jeden Tag das Morgenrot. Ich habe es heute komplett verpasst und ist egal. Mein Gott, ja, ich bin jahrzehntelang vor dem Sonnenaufgang draußen gewesen. Nun wird die Welt sich auch weiter drehen, wenn ich es mal nicht schaffe, eine Zeit lang. Hauptsache, wir gehen überhaupt noch raus. Guck mal, wie leicht und locker mein Miechen laufen kann, wenn es losgeht. Und gleich kriegt sie die Beinchen nicht mehr auseinander, kann sie kaum noch laufen. Voreinander die kleinen Hacken, ne? Kann sie kaum noch laufen auf dem Rückweg immer. Ja. Also die frische Luft, es ist richtig kühl geworden, also 12 Grad. Ja, bitteschön, wir haben letztens noch knapp, weiß ich nicht, 25 Grad nachts gehabt bei uns im Haus. Oh, was haben wir denn da für kleine Vögelchen auf dem Wege? Können wir die einfangen? Und mal gucken. Dann hatte ich mir die Kamera komplett verstellt. Ich hoffe, oh ja, guck mal. Kleine Tweetsies. Ich kann leider jetzt nicht sagen, was für Tweetsies. Irgendwelche. So, ich stehe jetzt auf der Brücke. Kann ich die Arme aufstützen, dann geht es ein bisschen besser. Hi Reh, bist du die Rehmama mit den beiden Kleinen? Ja. Ja, da sind die Kleinen, dahinter sind noch, ist noch was. Dahinter ist noch was. Ganz weit. Ja. Da ist noch hinten eins. Ja, sieht mich wohl. Aber es ist weit. Ich zeige euch mal, wie weit es weg ist. Ich gehe mal raus. Seht ihr? Weit weg. Wasser haben wir natürlich immer noch nicht. Es hat kein bisschen geregnet bei uns. Kein kleines bisschen. Es ist ausgedrögelt und ausgedrögelt hier alles bei uns. Es war Regen angesagt, wenigstens etwas, aber es ist nichts angekommen bei uns. Es ist nichts angekommen. Da ist der Himmel nochmal, da gehen wir gerne nochmal gucken. Ja, schöner Himmel. Okay. Und sie muss wieder da rumschlafen. Ich weiß nicht, warum immer in dieser Ecke alles so interessant ist. Ja, Miechen, ne? Und der Rieterer ist auch da. Ja, ich hatte einige Probleme mit der Kamera. Diese Klappe, wo die Speicherkarte und
der Akku drin sind, die hatte sich irgendwie gelöst und war nicht wirklich richtig wieder zuzumachen. Es war ziemlich blöd und ich weiß auch nicht, die Kamera stellte hin und her, es war irgendwie ganz komisch. Dann habe ich versucht, diese Klappe wieder richtig reinzufummeln. Ist, glaube ich, so halbwegs gelungen. Dann habe ich die ganze Kamera resettet, zurückgesetzt und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich da für Einstellungen hatte. Ich hoffe, es ist okay. Deswegen so ein bisschen Blindflug jetzt mit dem Film. Ich hoffe, dass die Einstellungen stimmen. Ich weiß das auch nicht alles im Kopf auswendig. Ganz kleine und blasse Mohnblumen im Schatten da. Ja, und hier sind wieder diese Winden überall. Wartet mal. Da sind sie. Kriegen wir hin, ne? Ja. Und immer wieder Federn. Immer wieder ein kleiner Gruß. Ganz vereinzelt nochmal ein gelbes Blümchen. Ja, ansonsten ist es schon alles sehr wenig. Ja, ich habe mich gerade hingesetzt und da sind noch zwei Rehe. Oh je. Ist ja auch relativ weit weg. Guck mal, jo, das sind die Jungen. Ja, wir setzen uns jetzt immer einfach an den Rand. Ich komme immer irgendwie runter und ich komme immer irgendwie wieder hoch. Ja, Füße lang machen. Ja, es ist ein bisschen feucht, aber ich habe ja meine Unterlage. Alles gut. Einfach sitzen und die Ruhe genießen. Einfach mal nichts tun, nichts denken möglichst. Einfach sitzen und wir gucken alle ins Land, ne? Da sind wir groß drin, ne? Wir sind ganz große Landgucker sind wir, ne? Hinten sind noch Kühe. Weit entfernt sind noch Kühe. Keue auf der Wiese drupp. Ja. Da hinten, da ist die Bank eigentlich. Und da kommt gerade ein Schulbus. Das ist ja wieder Schule. Ja, und da wäre die Bank. Habe ich ja gesagt, wegen dem hohen Mais ist das immer so ein bisschen blöd. Wenn man da jetzt hingeht, dann kann man nicht sehen, ob was von hinten oder von vorne kommt. Und naja, wir können auch diesen Weg wunderbar reingehen. Und jetzt ruhe ich mich im Moment aus. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann, aber da guckt gerade wieder ein Reh raus aus dem Mais, aus dem anderen Acker. Bin schon wieder auf der Brücke zurück. Seht ihr, es ist relativ weit weg. Aber meine Hunde haben gute Augen, die sehen auch immer. Die ersten richtig roten Blätter liegen auf dem Boden, hätte ich fast gesagt. Ja, auf dem Boden kann man so sagen, ne? Und da blüht tatsächlich der Strauch auch noch ein wenig. Und dahinter, mal gucken, ob wir da reinkommen, sind die schwarzen Beeren. Von denen, ach, das ist schwer für die, da haben wir sie. Die ersten Blätter färben sich wirklich. Ja, man merkt, in der Luft ist jetzt gerade heute Morgen so ein bisschen Herbst schon drin. Und schon wieder ein kleiner Gruß. Lach vorhin noch nicht hier. Viele Krähen. Richtig viele gerade. Ein paar sind weitergeflogen, ein paar haben sich jetzt hingesetzt und fliegen hin und fliegen her. Ja, jetzt muss man eine kleine Rast machen, was rumpickern. Ganz vereinzelt sieht man noch mal ein paar Blüten, aber das sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige. Viele Hagebutten kann ich dieses Jahr sehen. Überall. Hallo, hallo ihr Lieben, hier kommt der Flip-Through. Ich will euch vielleicht als erstes noch mal kurz die Maße geben. Das ist jetzt, naja, 17,5 mal 4,5 mal 24. So, ich setze mich mal eben kurz hin. Eine Sekunde bitte, Brille kann ich zur Seite legen. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe es hoffentlich gut in der Kamera. Das Buch kennt ihr, ich zeige es aber noch mal ganz ausführlich. Da könnte man jetzt noch, wenn man wollte, vielleicht ein Stück Stoff oder Papier drüber kleben. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, aber das ist nicht so dramatisch. So, wir können das Buch so zeigen, um zu sehen, was sich da tut. Einmal so eine Abteilung, so ein kleines Heftchen und so eine Abteilung. Wir klappen einmal auf und haben dann so ein Heft vor uns. Das habe ich aus ganz einfachstem Papier, nur das, was drin ist.
Also ich finde natürlich die Außengestaltung persönlich ganz schön. Das ist so ein Die-Cut. Das ist so ein Rest, der irgendwo mal mitgefärbt worden ist. Und das habe ich selber gemacht. Und ich glaube, ich werde noch ein paar von dieser Art machen, weil das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Gut, wir fangen mal hier an. Und ich nehme mal alles raus, was ich hier so finde. Also wir haben hier erstmal tolles Tim-Holzpapier drin. Dann haben wir Notenblätter, botanische Karten, sowas vom Hausbau. Man weiß nicht, was die Dame alles vorhat. Dann haben wir eine tolle Postkarte hier. So, und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen nett reinstecken kann, dann wäre alles gut. Hier unten haben wir auch was zum Rausnehmen. Hier haben wir die kleine Madame, der das Buch gehört. Und das sind Fahrkarten, die sie sich aufgehoben hat. Weiß nicht, wo sie da gewesen ist. Wir haben hier einen kleinen Folder. Mache ich mal auf. Da sind auch noch einige Sachen drin. Die können wir vielleicht als erstes rausholen. Einmal ein Buch, ein Bild. Vielleicht ihr Vater, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier, das sind alles so Reiseerinnerungen, wo sie überall gewesen ist. Ui, und Dr. Oetker Backpulver. Hat sie die Nordrhein-Westfalen da auch schon besucht, die Bielefelder? Man weiß es nicht. So, wir blättern einmal weiter. Und dann ist hier eine weitere botanische Karte. Hier ist ein schönes Papier und ein tolles Reiseerinnerungsbild. So, hier kommt die Klammer wieder dran. Dann haben wir die Karte gleich fest und der Folder ist zu. Wir sind hier in der Mitte. Das ist das Originalpapier. Deswegen habe ich das auch nicht so ganz viel auf die Mitte geklebt, weil das so, so schön ist. Das war ein ganz großer Tag, den ich schon immer und immer irgendwo gemacht hatte. Das ist vom letzten Jahr, also Mai 21. Postkarte von, wo war sie denn da? Wartet mal, vielleicht können wir das noch sagen. Ørredalen. Keine Ahnung, wo es ist. Aber schön ist es da. Und eine ganz tolle Briefmarke, selbst gemacht. Dachte, die können auch mal rein, ne? Ein weiteres Heftchen, was ich sehr schön finde, aus dem Holzpapier. Da hat sie noch ganz viel Platz, um Tickets zu sammeln, um kleine Bilder reinzugeben. Das ist noch ziemlich nackt. Da kann man noch ganz viel reinsammeln. Und einen kleinen Tag, den ich in der Mission Inspiration Gruppe mal mitgemacht hatte. Der passt da auch gut rein, finde ich. Ne? So, die klappen wir zu. Dann schieben wir es mal ein Stück weiter. Dann haben wir diese Seite. Die können wir uns auch mal genauer angucken. Hier ist ein tolles altes Volkslied drin. Schön alt. Und Valentinskarten. Die waren damals anscheinend auch schon modern. Und oben ist einfach nur noch so ein bisschen, da hat sie sich irgendwas mit Insekten, weil sie ja viel unterwegs ist. Da will sie immer gucken, wie die alle heißen. Wir blättern hier auf und kommen jetzt hier zu einem großen Briefumschlag. Da können wir schon mal die Klammer abmachen. Ich habe immer noch keine neue. Kommt noch. So, dann haben wir hier eine tolle alte Karte. Papier ist auch klasse. Noch eine Briefmarke selbst gemacht. Können wir gut gebrauchen. Hier ist auch etwas Papier drin. Oh, das ist noch nicht gefärbt. Aber ist okay. Da hat sie noch Platz. Da kann sie noch Zeichnungen mit reingeben. Hier ist auch noch was. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das kann man aufblättern. Das zwei, ne? Da kann man sich hier Bilder angucken. Da ist sie auch überall gewesen. Wir machen das nochmal zu. Da kommt noch eine goldene rein. Also da stört euch nicht bitte dran. Hier haben wir auch ein Reiseandenken. Guck mal, ich versuche das mal so aufzuziehen, dass die Kamera es ein klein bisschen mitbekommen kann. Reiseandenken. Hier hat sie ein ganz altes Buch, an dem sie sehr gehangen hat. Als Erinnerung noch mit reingegeben. Ich habe es reingegeben, weil es so schön alt ist. Das sind die wunderbaren alten Deckseiten. Ihr wisst, das habe ich extra alles aufgehoben. Man muss ganz vorsichtig blättern, das ist so fragil, es zerbröselt einem unter der Hand. Noch ein paar Reiseandenken. Da hat sie sich nochmal irgendwas rausgerissen, weil sie da diese Blumen bestimmen wollte unterwegs. Finde ich auch sehr schön, auch alt, ganz, ganz alt. So. Jetzt müssen wir mal ein kleines Stückchen weiter, den Umschlag können wir wieder zumachen und schieben noch ein kleines Stückchen weiter rüber. Hier ist eine weitere kleine Klammer, die können wir schon mal abmachen. Und hier ist auch ein weiteres schönes Buch, finde ich.
kann man hier so hochmachen. Da kann man auch noch ganz viel sammeln, Briefmarken und dies und das. Was sie da, Kreuzspinnennetz hat sie da mitgebracht. Ui, ich weiß, wisst ihr was? Das tue ich schon mal hier rein. Dann haben wir hier einen weiteren Tag mit einer Postkarte. Auch schön, kann ich euch sagen, wo es ist, das weiß ich nicht. Handel kann ich euch nicht sagen, aber sie ist weit rumgekommen, ich weiß nicht. Ist mit ihren Eltern schon viel gereist anscheinend. So, und dann haben wir, hat sie hier noch einen kleinen Artikel über einen Hamster aufgehoben, mein Hamster. Als Kind hatte sie, glaube ich, mal einen Hamster, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. So, das klemmen wir wieder mit ein. Dann können wir es hier nochmal aufmachen. Hier haben wir weitere Sachen. Hier ist ein weiteres Buch. Kann sie noch ganz viel einkleben. Und hier, damit das nicht immer aufpoppt, kommt hier die kleine Klammer dran. So, auch ein weiterer ein großer Tag, den ich schon länger gemacht hatte, der jetzt aber ganz gut sich anpasst. Ah ja, den Vogel hat sie unterwegs auf Reisen gesehen. Und das Bild, das ist ihre Nichte, hat sie immer dabei. Ja, wir haben hier noch weitere kleine Verstecke. Hier ist noch eine Karte. Wartet mal. Alles schön ist im Holzpapier. Dann haben wir hier noch ein Foto von einer Insel, Hiddensee. Ach, da ist sie auch gewesen, die alte Postkarte. Wo ist es dann? Hannover. Die ist wirklich weit rumgekommen. Noch eine von den schönen Briefmarken und noch zur Erinnerung noch ein Ticket. So, wir klappen wieder ein. Wir ziehen es rüber. Wir klappen nochmal ein. Einen Moment. Das nehmen wir. Ich glaube, das lassen wir einzeln. Das machen wir so und so und so. Wobei ich jetzt gerade feststelle, man könnte das Buch vielleicht sogar auch hier, warte mal, ich versuche es mal, besser so umbringen, ich bringe es um, ne? Wir können es da reinklappen, es passt ganz genau. Ich habe jetzt gar keinen Verschluss dran, weil es ist nicht nötig, es liegt wie eine Eins, es ist wunderbar. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu machen und ich bin sicher, es ist noch nicht das Letzte, was ich in dieser Art gemacht habe, weil das macht wirklich viel, viel Freude. Man muss einfach nur lang genug anfangen, alles Mögliche zu sammeln. Das ist so ein Tipp. Ja, das Projekt ist beendet. Das schwierige Projekt ist beendet erstmal. Ich erkläre es für fertig. Und ich freue mich ganz ehrlich, dass ich es geschafft habe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und wie gesagt, das Angebot steht. Wenn ihr Lust habt, dann basteln wir das zusammen, Schritt für Schritt, sowas in der Art. Und dann erstelle ich eine Materialliste vom Ablauf her und sage, was wir brauchen. Und wer mitmachen will, kann dann mitbasteln. Und dann wird immer ein Film gemacht, Schritt für Schritt für Schritt und genauer erklärt. Weil es fragten jetzt schon zwei danach, sie würden eine Schritt für Schritt Anleitung gern haben. Wenn Interesse besteht, mache ich das gern nochmal. Ist gar kein Problem. Ja, für heute sage ich Tschüss, macht's gut, passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.